Marc, was machst du denn da? Schraubst das Bett auseinander. Warum schraubst du das Bett auseinander? Ja, weil der nervt. Der soll gehen. Wo soll er denn schlafen? Ja, keine Ahnung. Wenn ich das Daniel? Bett auseinander geschraubt habe, dann fall ich auch. Kommst du mal bitte? Ist endlich weg. Was ist denn? Du solltest doch auf Marc aufpassen. Er schraubt das Bett auseinander. Marc, gib mal den Schraubenzieher her. Das ist Gott sei Dank die Familienhelferin. Ja, ich wollte... Was? Was, jetzt schon? Ja, wir haben den Termin noch vorverlegt. Wenn ich sehe, wie Marc auf Till reagiert, dann macht mich das halt sehr traurig. Ich weiß nicht genau, wo es herkommt, aber ich möchte es ändern und deshalb habe ich auch die Familienhelferin gerufen. Hallo, schönen guten Tag. Diana Richter. Hallo, Frau Richter, kommen Sie rein. Ja, sehr gerne. Janssen, mein Name. Was kann ich für Sie tun? Naja, meine Frau hat sich ja schon gemeldet. Hallo. Ich bin heute bei der Familie Janssen, weil der 8-jährige Marc seinen kleinen, 6 Monate alten Bruder nicht mehr haben möchte. Er scheint sehr von ihm genervt zu sein, er will ihn nicht mehr, er will ihn sogar verkaufen. Und deswegen bin ich heute hier, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Er wollte gerade das Babybettchen abbauen, damit er nicht mehr bei uns schlafen kann. Ja, und er hat letztens noch erwähnt, er möchte ihn gern verkaufen. Aber in der Schule ist er ganz stolz und erzählt, dass er einen kleinen Bruder hat. Also. Okay, und in der Schwangerschaft darf ich mal fragen, inwieweit... Wer ist jetzt noch? Erwartest du noch jemanden? Nein. Soll ich ja, mal? Bitte. Okay. Und in der Schwangerschaft, wie war das da mit Marc? Alles in Ordnung, da war interessiert. Mhm. Das Verhalten von Marc kam mir jetzt im ersten Moment gar nicht so komisch vor. Es ist oft, dass wenn Geschwisterkinder geboren werden, dass die Älteren sich erstmal dran gewöhnen müssen und eine leichte Eifersucht an den Tag legen und der ganze Alltag sich ja auch erst mal wieder finden muss. Dann bin ich gespannt, ob wir irgendwie herausfinden, durch was für eine... Oh Gott. Das ist die Familie. Hallo, guten Tag. Hallo. Guten Tag zusammen. Janssen. Frau von der Polizei. Hallo, hallo Frau Janssen. Hallo, das ist mein Kollege. Herr Janssen, das geht um einen anonymen Hinweis, den wir nachgehen müssen. Okay. Und zwar ist uns mitgeteilt worden, dass im Internet eine Anzeige veröffentlicht worden ist. Und zwar wird da ein Kind zum Verkauf angeboten. Und das fanden wir jetzt selber ein bisschen komisch. Aber es Marc! Ziemlich offensichtlich im Internet. Komm bitte runter. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich kann den Laptop gerne mal holen, dann könnt ihr vielleicht mal reinschauen. Gerne, klar. Es tut mir furchtbar leid, ich kann mir nur vorstellen, dass das unser Großer war. Wir haben schon extra die Familienhelferin geholt, weil wir gerade Probleme haben. Darf ich mich gerade vorstellen? Diana Richter. Hallo. Hallo. Sauer, Diana Richter. Ich bin aber selber gerade erst 5 Minuten hier. Hast du deinen Bruder ins Internet gestellt zum Verkaufen? Nein. Du kannst ruhig sagen, dass du das warst. Ich war es echt nicht, Mama. Marc? Ich war es echt nicht. Bitte glaub mir. Also. Das ist auch nicht zu spaßen mit euch, ne? Ach, da haben wir es ja schon. Das ist Till, ja. Mhm. Marc, wie kannst du das jetzt machen? Wer hat denn das jetzt eingestellt? Schau mal. Hast du Till ins Internet gestellt zum Verkauf? Nein, ich mag das nicht. So wie du auch nicht das Bett abgebaut hast? Ich mag das wirklich nicht. Glaub mir doch einfach. Aber er ist im Internet zum Verkaufen. Ach, war ich das? Nein. Marc, du kannst ruhig zugeben. Ich war es nicht. Mit der Polizei im Rücken war ich sehr erstaunt, als ich diesen Internetauftritt gesehen habe, wo es wirklich darum geht, dass ein Baby in eine Auktion gestellt wird. Aber irgendwie habe ich das Bauchgefühl nicht loswerden können, dass das ein 8-Jähriger nicht schreiben kann. Und warum und wieso und weshalb und wer das aus der Familie hätte sonst sein können, dem muss ich noch auf die Spur kommen. Naja, ich kann es mir jetzt auch kaum vorstellen, dass... jetzt der Sohn das gewesen sein soll. Ich meine, da gehört ja schon ein bisschen was dazu. Du wolltest den Laptop extra mit einem Passwort schützen. Ja, du kannst du das bitte löschen, dass das jetzt da raus ist? Ja, okay, dann mache ich das jetzt hier rum. Okay. Und ich bin ja heute da, um zu helfen. Nein, nein. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht weiterkommen, aber ich würde ganz gerne dem Marc hinterhergehen, damit er nicht alleine ist und würde gerne mit ihm alleine mal das Gespräch suchen. Darf ich mich vielleicht bei Ihnen verabschieden? Vielleicht können wir so verbleiben, dass ich nach dem Gespräch, nachdem ich das Chaos versucht habe, ein bisschen zu lichten, mich bei Ihnen einfach noch mal melde und dass wir einfach noch mal Rücksprache halten. Ja, das wäre wirklich okay, danke für die Chance. Ich melde mich bei Ihnen. Ja. So, ich habe das jetzt gelöscht, dann auch hier, dass Sie das noch mal sehen können. Okay. Marc, ja? Darf ich mal zu dir kommen? Mhm, von mir aus. Hey. Hat dich das erschreckt, als jetzt die Polizei da war? Bisschen schon. Ja, das glaube ich. Und die Vorwürfe. Ich würde ganz gerne mal ganz von vorne anfangen. Wie war denn das, als deine Mama schwanger war? Hast du dich so ein bisschen auf deinen Bruder gefreut? Ja, also ich habe mich voll toll gefreut, aber dann war ich halt sozusagen so ein bisschen so, hauptsächlich haben sie sich schon so voll um meinen Bruder gekümmert, obwohl er gar nicht auf der Welt war. Und ich war so ein bisschen, sag ich mal, vergessen oder so. Mhm. Okay. Und das heißt, immer wenn du ein bisschen auf Aufmerksamkeit, dann haben Mama und Papa da nicht so ganz so dolle drauf reagiert. Ja, also... Okay. Hab nicht so viel Und hat sich das geändert, als dein Bruder dann auf der Welt war? Wie war das für dich? Nee, eigentlich eher noch schlimmer. Marc fühlt sich ganz offensichtlich vernachlässigt. Das Verhalten des 8-Jährigen zeigt deutlich, dass er sich von seinen Eltern mehr Aufmerksamkeit wünscht.
Vor allem das Verhältnis zu Mama Tanja scheint seit der Geburt von Bruder Till gestört. Das kann ich gut nachvollziehen, dass sich das sauer gemacht hat und genervt hat. Jetzt ist der Verdacht von deiner Mutter, dass deinen Bruder zu verkaufen. Mhm. Brauchst du Geld? Willst du dir irgendwas Besonderes vielleicht kaufen? Also, ich will mir halt eine Wippe kaufen, weil ich dann, wenn mein kleiner Bruder halt ein bisschen älter ist, wippen kann. Und ich habe meine Eltern schon gefragt und ich darf mir keine Wippe kaufen, auch nicht vom Taschengeld so. Okay, aber dir ist schon bewusst, dass wenn du ihn verkaufst, dass er doch in eine andere Familie kommt und dass er dann gar nicht mehr da ist, um später mit dir zu wippen, auch wenn er größer ist. Was hast du das gesagt? Ja, bitte deine Jacke an. Nee. Ist kalt. Nee. Du machst ja in letzter Zeit auch nichts bei der Kälte. Eh nicht, was ich mache. Mit der Polizei das gerade fand ich nicht in Ordnung, dass du da nochmal gelogen hast. Lass mich doch einfach. Typisch. Frau Janssen, ich bin heute da, um zu helfen. Und eins kann ich Ihnen definitiv schon bestätigen. Durch das kleine Gespräch, was ich mit Ihrem Sohn hatte. Er möchte ihn nicht verkaufen, um ihn loszuwerden. Sondern er wollte sich von dem Geld eine Wippe kaufen, wo er später, wenn Till ein bisschen größer ist, zusammen wippen kann. Und ich hab eine Idee, wo es herkommen könnte. Ich bräuchte aber Sie, das heißt die Einverständnis von Ihnen und das Okay vom Markt, dass wir zusammen noch mal eine Aktion machen, um das einfach zu konkretisieren. Ja? Klar. Okay. Oh jo, na, guck mal. Komm mal her, Schatz. Komm her. Okay. Ich habe eine leichte Vermutung, die würde ich aber ganz gerne noch bestärken. Marc, wäre das in Ordnung, wenn ich dich mal. Wäre das in Ordnung, wenn der Marc ins Babyzimmer gehen darf? Ja. Ja? Marc, hättest du Lust, mir mal Sachen zu bringen, die du in Verbindung mit deinem kleinen Bruder Tilf bringst? Also an alles, was du denkst. Egal, ob positiv oder negativ, ja? Darf ich dich mal losschicken? Ich warte mal hier, dass du ganz frei für dich einfach mal alles, was du mit dem Till verbindest, mir hier runterbringst. Okay? Okay? Super. Bei dem Gespräch kam mir sehr schnell der Verdacht, dass es nicht die Eifersucht ist, dass er nichts gegen seinen Bruder hat, dass er ihn nicht loswerden will, aber dass es irgendeinen Grund gibt, den er emotional, der ihn emotional so sehr bedrückt, dass er sich so verhält. Und wenn ich mit der Kommunikation bei Kindern in solchem Alter und gerade auch bei den Jungs, die oft etwas introvertierter sind, nicht weiterkomme, versuche ich mir einfach Gegenstände geben zu lassen. Weil in dem Moment ist das Kind abgelenkt. Es holt etwas, so wie Marc, er hatte den Auftrag, etwas zu holen, was ihn mit seinem kleinen Bruder verbindet. Und als er mit der Wippe und den Sachen, die da drin gelegen hat, zurückgekommen ist, da hat sich mein Verdacht bestätigt. Das sind alles Gebrauchsgegenstände. Das heißt, hat das damit zu tun, dass du vielleicht mal, dass irgendwas gewesen ist, als du deinen kleinen Bruder gewickelt hast? Soweit ich weiß, kann ich mich da eigentlich gar nicht mehr so dran erinnern. Okay, und vielleicht das Wasser, weil ihr zusammen eine Flasche fertig gemacht habt? Ich glaube eigentlich nicht. Also ich muss sagen, ich habe ihn eigentlich immer selber gefüttert. Wir hatten da mal einen Vorfall, da wollte er ihm gerade das aufgekochte Wasser füttern. Ja. Und seitdem bin ich da ein bisschen vorsichtig und mache die Sachen lieber alleine. Okay. Marc, darf ich noch mal fragen, wegen der Wippe? Aber du wippst ihn? Ja, ist auch gut. Also es macht Spaß eigentlich für mich zu wippen. Okay. Okay. Sind das die Gründe, würdest du dich gerne mehr als großer Bruder mit einbringen? Auch schon, weil ich finde es halt manchmal so ein bisschen doof, wenn ich nichts machen darf. Okay, bist du deswegen sauer? Manchmal schon. Ja, was mir aufgefallen ist, wir sind jetzt reingekommen. Ihr Mann war in einer schönen, ruhigen Position. Wir sind direkt halt hin und haben ihn weggenommen. Wobei ich aber nicht denke, dass Ihr Mann das genauso gut machen würde. Also, dass Sie nicht da das Gefühl haben, Sie können Ihrem Mann nicht vertrauen. Ist das seitdem das mit dieser Flasche gewesen ist, mit dem Füttern, wo das zu heiß war, dass da dieses Verhältnis zu euch dreien sich so ein bisschen verschlechtert hat? Kann sein. War das sein. Der Auslöser? Ich glaube schon. Also ich weiß es aber nicht ganz genau. Tut mir leid, das war mir nicht so bewusst. Ich bin da wahrscheinlich manchmal ein bisschen übervorsichtig. Wir unterschätzen unsere Kinder sehr oft. Es gibt auch keine Gebrauchsanweisung. Das eine Kind ist ein bisschen früher dazu bereit und fertig und das andere Kind braucht vielleicht noch ein bisschen länger. Das ist auch ganz unterschiedlich, egal in welchen Situationen. Ganz wichtig ist es hier, dass die Eltern ihre Kinder einfach mit ins Boot holen. Und man findet immer Kompromisse und kann schauen, wie weit ist das ältere Kind und inwieweit möchte es sich einbringen.
Vielleicht hättet ihr Lust und dass man das nachholen kann. Nur wie man richtig wickelt, wie man die Flasche macht, das, ja, wie man das abtestet, dass es nicht zu heiß ist. Da haben Sie schon recht. Also in der Hinsicht muss ich halt auch was zugeben, das mit der Internetanzeige, das war ich. Als ich jetzt gerade die Polizisten rausgeschickt habe, da habe ich denen das auch erklärt und habe dann auch versucht zu erklären, wie das alles zusammenhängt. Ich fand, dass du, Marc, in den letzten Tagen einfach dich so unmöglich benommen hast dem Till gegenüber. Und du hast immer so oft gesagt, ich will ihn verkaufen. Und dann habe ich halt gedacht, ja, dann stelle ich jetzt mal eine Anzeige, zeig dir mal, wie das dann ist. Dann wäre dein Bruder Till verkauft und dass du da so ein bisschen auch einen Schock bekommst. Und dann merkst, oh Gott, dann habe ich meinen Bruder nicht mehr. Und so habe ich den dann reingestellt. Ich wollte es eigentlich auch gleich wieder schnell rausnehmen. Ja. Aber dann kam sie, es war eigentlich ein viel späterer Termin. Ja. Die Polizei stand plötzlich da vorne. Also, okay, das war ein Selbstläufer. Es tut mir leid. Es tut mir total leid, Marc, dass ich dich verdächtigt habe. Dass Herr Janssen hier eine Aktion startet, sein Baby im Internet anzubieten zum Verkauf, um es so, um Marc so eine Lehre zu erteilen, das ist natürlich absolut nicht okay, absolut nicht. Und ich bin froh, dass die Polizei direkt die Ersten waren, die an Stelle waren, so dass ich das aufklären konnte. Ich denke, wir alle haben uns sehr erschreckt und es ist für Marc, genauso wie für Herrn Janssen, aber eine Lehre, dass das nicht der richtige Weg ist. Mama Tanja wiederum hat verstanden, dass sie ihre Kinder nicht überbehüten darf. Seit Marc mehr Zeit mit Baby Till verbringt, fühlt sich der Achtjährige endlich wie ein großer Bruder und auch wieder wie ein wichtiges Familienmitglied. Mittlerweile läuft es im Hause Janssen besser denn je.